So, damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem neuen Video zum Bus-Simulator. Ja, es ist soweit, die ersten DLCs sind veröffentlicht worden jetzt für den Bus-Simulator und tatsächlich alle beide Ineinrichtungs-DLCs sind komplett kostenlos und diese wollen wir uns jetzt mal kurz mal anschauen. Ist natürlich nicht allzu viel zu zeigen, aber dass sie das wirklich gemacht haben, finde ich eine wirklich starke Sache seitens Astragon und Stellar Live Studios. Ihr geht einfach in den Store und könnt euch das Ganze natürlich dann einfach runterladen. Ihr müsst halt nichts hinterlegen oder sowas. Es ist halt wirklich komplett kostenlos. Zwei DLCs sind es insgesamt. Einmal für den Mercedes-Benz und einmal für den MAN. Da könnt ihr dann die Inneneinrichtung jetzt zukünftig verändern. So wie ihr Bock habt, wie ihr lustig seid. Und wie das Ganze, wie gesagt, ausschaut und wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, jetzt in diesem Video. So. Nachdem wir das Ganze ja nun endlich durchgespielt haben, bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Aber ich hatte ja gesagt gehabt, sobald DLCs erscheinen oder irgendwelche größeren Patches, dann wollen wir uns das Ganze natürlich dementsprechend hier auch anschauen und somit euch auf dem Laufenden halten, wie das Ganze halt dementsprechend auch aussieht. So, wir sehen auch, ne, 12 Millionen nach dem letzten Livestream, den ersten und letzten, haben wir hier 12 Millionen zusammenkassiert, also Geld sollte uns jetzt hier nicht mangeln. Also, wo müssen wir hin? Wir gehen hier unten zu dem Busdepot und wenn wir uns jetzt hier den Bus jetzt natürlich hier anschauen, können wir den mit X natürlich bearbeiten. Und hier sehen wir zum Beispiel, welche Werbung wir jetzt hier zum Beispiel dran haben und können das natürlich allen zuweisen, aber das interessiert uns natürlich gar nicht, sondern wir wollen jetzt hier in Benutzer definiert nämlich rein. Ja, Werbung haben wir ja schon, ist ja klar. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen, so sieht also unser ja, aktuelles Design aus von unserem Bus. Und gehen wir jetzt hier unten zum Beispiel hin, wählen hier auf Skins, sehen wir, dass wir das Ganze dementsprechend... Nein, das war falsch. Und zwar hier in dem Innenbereich können wir das Ganze jetzt dementsprechend umstellen. Einmal in Wood, ja, dass das alles ein bisschen so holzlackiert ist. In Circles, ja, dass wir hier so eine Blubberbläschen haben. Blubber an sich haben wir hier noch drin. Wir haben Frack drin. Das schaut doch eigentlich ganz gut aus. Und das waren auf jeden Fall die von Mercedes. Also das sind, wie gesagt, die Standardmotive. Und das sind halt die Motive, ja, die jetzt neu für den Mercedes mit dazugekommen sind. So. Jetzt drücken wir hier auf X. Wir wollen das Ganze natürlich allen 25 Bussen zuweisen. Kostet uns insgesamt 150.000. Ist gebongt, ist gekauft. Und somit haben wir jetzt hier unseren Bus extrem hübsch. So, jetzt können wir mal kurz auf Bearbeiten, weil ich muss mal hier ein bisschen rauszoomen. So, das passt. Jetzt können wir hier noch die Skins hier nochmal anpassen. Ja, dass es von außen und innen passt. Ja, das schaut ja ganz gut aus. Und auch das wollen wir allen Mercedes-Benz-Bussen anpassen. Und somit haben wir jetzt hier, ja, doch eigentlich einen recht hübschen Mercedes Citaro. Aber wie gesagt, natürlich nicht nur in Mercedes enthalten, sondern jetzt auch im MAN. Auch da werden wir ja mal jetzt mal hinswitchen. Nee, wir müssen hier hin und gehen wir mal jetzt nicht in den Pre-Order-Bus, sondern in den normalen MAN. Da haben wir den hier. So, wenn wir jetzt sehen, ne, auch hier können wir hier dementsprechend wieder ranzoomen. Sehen hier die Innenausstattung und auch hier machen wir das gleiche und auch hier können wir dann dementsprechend das Ganze anpassen. Hier einmal in Tilt, in Neon, absolut hübsch, in Brush und in Scraggle. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir tatsächlich Brush am besten und auch hier mit der Vierecktaste angepasst und wollen das natürlich den ganzen Bussen hier zuweisen. Und sonst können wir hier natürlich nochmal die Skins nochmal anpassen. Und auch hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen das Skin haben. Und auch hier schauen wir uns das Ganze einfach an. So, so sieht er jetzt aus. Wow, kann sich doch absolut sehen lassen, der Bus. Ne? Ist nicht von schlechten Eltern. Ja, das sind halt diese neuen DLCs, die jetzt, die jetzt dazugekommen sind. Wollen wir uns mal direkt mal eine Tour zu schnappen und uns das mal im Spiel direkt mal anschauen. Also würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt hier einfach diese Linie Fahrt beginnen. Am besten wäre das Ganze, wenn wir das mal am Tag sehen würden. Und ja, so, Fahrt beginnen. So,
Steigen wir mal aus. Ne, warte mal, machen wir mal anders. Steigen wir mal ein. Und öffne mal die Tür. So, von außen. Ja. Und so von innen. Schaut aber eigentlich ganz schick aus. Die Texturen sind eigentlich relativ gut gewählt. Sind schön knackscharf. Also hier muss man sich wirklich nicht ärgern. Oh, hier ist ein Fehler drin. Hier kommen die Reifen durch. Aber ich glaube, das war schon davor gewesen. Ne? Also ist okay, ja. Dafür, dass die DLCs, glaube ich, 1 Euro ein paar Zerquetschungen gekostet haben, glaube ich, auf dem PC, ist das eigentlich eine nette Geste, dass man das hier, wie gesagt, absolut kostenlos mit dazu packt. Gehen wir mal in den MAN rein. Fahrt abbrechen. Und wählen die gleiche Strecke. Und wählen jetzt hier unseren Pre-Order-Bus aus. Hier zum Beispiel hat er das Ganze nicht angepasst. Ne? Das müsste man jetzt dementsprechend nochmal neu anpassen. Ne, das ist Mercedes. Ja, ein paar Busse haben wir auch. So, und auch hier starten wir das Ganze mal. Und so sieht er also jetzt von innen aus, der MAN. Eigentlich schöne Texturen, gut gewählt. Sind jetzt natürlich keine Originaltexturen, so wie wir sie sonst immer kennen, ne? Aus den Bussen. Ist schon ein bisschen wirrwarr. Also wenn ich jetzt hier als Fahrgast hier reinkommen würde, dann ist das schon extrem viel fürs Auge. Da muss man halt immer dementsprechend gucken, wem was hier besser gefällt. Aber so sieht es auf jeden Fall aus mit der neuen Inneneinrichtung. Wie gesagt, ganz normal in den Store gehen und euch das da, wie gesagt, die beiden Pakete kostenlos runterladen. Dann ist das natürlich alles installiert. So, wenn wir mal kurz noch fahren hier, würde ich sagen. Vielleicht sagen sie jetzt hier irgendwas Tolles. Hi! Eine Fahrkarte bitte. Danke. Fischgrund. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. So, und dann wollen wir mal jetzt hier noch schnell mal an die Haltestelle ranfahren. Können wir jetzt mal in dem Video hier nochmal schnell auf ein paar Kommentare eingehen. Weil hier wird immer öfters mal gefragt, so, naja, wie macht man das, wie macht man das? Dann können wir dann hier mal dementsprechend nochmal schnell erläutern. Schon mal dabei sind. So, perfekte Halteposition, finde ich super. So, Fahrt abbrechen. Ja, es kommt immer mal wieder die Frage, oder sehr oft tatsächlich kommt die Frage, wie man denn zum Beispiel bestimmte Sachen abschaltet. Also wenn ihr das meiste nicht hier sowieso hier schon unten zum Beispiel in den Einstellungen abgeschaltet habt, wie hier zum Beispiel das Ganze mit der Qualität hier, also ob man die Minikarte jetzt sehen möchte, die Spiegelsichtbarkeit, die Bildqualität, habt ihr hier unten noch die Möglichkeit bei Event-Häufigkeiten, ja, das ist wie gesagt komplett in den Optionen, hier zum Beispiel einzustellen, dass zum Beispiel ein Fahrgast blockiert eine Tür, ein Fahrgast vergisst, den Bus zu verlassen,
Fahrgast hört laute Musik. Fahrgast lässt Müll im Bus fallen. Fahrgast hat Wertsachen im Bus vergessen und Auto blockiert. Die alte Bucht könnt ihr das Ganze hier auf niemals schalten. Sonst, wie gesagt, habt ihr hier noch die Möglichkeit, das auf hoch, mittel oder niedrig zu setzen. Das müsst ihr halt dementsprechend dann halt hier einstellen, ja. Genauso wie hier, um einfach die Performance ein bisschen zu schonen, könnt ihr hier die maximale NSC-Autoanzahl das Ganze hier auf niedrig setzen. Um Schlaglöcher und auch zum Beispiel Fahrkartenverkauf zu verändern, macht ihr das Ganze, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel die Route auswählt, habt ihr unten die Möglichkeit zum Beispiel, unter erweiterte Einstellung, da habt ihr zum Beispiel bei uns jetzt bei der PlayStation musst du auf dieses, wo du ja sonst diese Touchscreen hast, da ist ja noch eine Taste drunter. Wenn du darauf drückst, öffnet sich ein weiteres Fenster und dann hast du hier zum Beispiel die Bodenschwellen, kannst du hier deaktivieren. Benutzerdefinierte Bodenschwelle Grenze, Blitzer kannst du anschalten oder abschalten, so wie du das halt möchtest. Ja, also es gibt auch noch eine Blitzertoleranz, dass du zum Beispiel sagen kannst, ab 10 km schneller, dann fängt er erst zu blitzen. Oder aber hier auch zum Beispiel die Schlaglöcher, dass du die hier zum Beispiel auch deaktivieren kannst einfach. Sonst sind es noch ein paar kleine Busphysik-Sachen, die du hier noch einstellen kannst. Aber so, das sind diese Sachen, die so ein bisschen tatsächlich versteckt sind, die man dann halt dementsprechend dennoch, dementsprechend ausschalten kann. Und wenn du halt keinen Bock hast auf Fahrkartenverkauf, stellst du das Ganze hier vorne in der Fahrteinstellung auf Fahrkartenverkauf aktivieren auf aus. Und dementsprechend musst du dann halt auch keine Fahrkarten mehr verkaufen. Die Frage kam tatsächlich immer wieder häufig, wie kann man das abschalten, wie kann man das abschalten, wie kann man das abschalten. Deswegen, ja, wir hatten jetzt gerade noch so ein bisschen Zeit jetzt in dem Video, deswegen konnten wir das jetzt hier noch gechillt mit reinpacken. Also so könnt ihr sämtliche Sachen aktivieren und deaktivieren, um Performance zu schonen, natürlich die NSC-Fahrzeuge auf niedrig stellen, sowie diese ganzen HUD-Einblendungen, die sind eigentlich total unnötig, kann man halt auch dementsprechend wegschalten. Wie gesagt, das Tablet zeigt euch ja sowieso an die Route und wenn ihr da was nicht seht, dann könnt ihr trotzdem noch ranzoomen an das Tablet, ne, dann wird das halt ein bisschen übersichtlicher und sonst kann man ja alles von den Armaturen halt ablesen, wie schnell du bist und so weiter. Aber wie gesagt, das muss jeder halt selber sehen, gucken, wie er das möchte. Aber wie gesagt, das sind alles so Sachen, wo man halt ein bisschen Performance sparen kann. Und wenn man das Ganze hier sowieso abschaltet, jetzt hier, was ich jetzt hier abgeschaltet habe, dann sowieso ist es auch nochmal Performance schonender, weil er dann halt keine Schlaglöcher jetzt mitberechnen muss oder sowas. Ja, da kannst du rüberbrettern und da passiert nichts. Ja, und das waren auch die DLCs zumindest, die beiden ersten DLCs für den Bussimulator. Jetzt kann das Jahr beginnen, 2020. Man hat sich ja schon sehr gefreut bei Astragon und Still Alive und als Dankeschön, ne, für die Geduld kamen diese beiden DLCs jetzt aufs Haus. Also da kann man jetzt sich wirklich bedanken für die tolle Sache. Jetzt geht's in Richtung neue Busse, jetzt geht's in Richtung Kartenerweiterung für den Bussimulator. Und wie gesagt, wann das Ganze genau stattfindet, ist noch nicht bekannt, da gibt's noch keine Termine zu. Wenn dann natürlich was passiert in der Richtung, dann erfahrt ihr das natürlich in den ÖPNV-News selbstverständlich. Und sonst sehen wir uns hier mit dem Bussimulator erst wieder, wenn es wieder was Neues zu zeigen gibt, sei es der neue Bus oder eventuell die neue Karte, dann sind wir hier wieder vorne mit dabei. Und wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen, schreibt es in die Kommentare, wie ihr denn das Ganze so findet, dass das Ganze kostenlos ist. Wie gesagt, nutzt dazu die Kommentarfunktion. Ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, da mal ein bisschen drüber zu diskutieren. Und sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen als Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Bis denn, tschüss!